Guten Morgen, meine lieben Mitmenschen und Mitmenschinnen. Ich habe ja am Sonntagabend ein veganes Potluck gehabt und da die Facebook-Veranstaltung schon komplett in Englisch ausgeschrieben war, hatte ich schon so eine Vermutung. Ich hatte das euch ja schon mitgeteilt. Ich bin dann am vereinbarten Treffpunkt aufgetaucht und habe dann relativ schnell realisiert, dass da zwar schon viele Deutsche zugegen gewesen sind, aber man sich aus Respekt vor den ausländischen Menschen komplett in Englisch unterhalten hat, was ja auch richtig ist. Und für mich war das schon ein ziemliches Brett. Man muss dazu sagen, ich habe zwar in der Schule 7 Jahre Englisch gehabt und während meines Studiums sogar auch diesen fakultativen Kurs Business Englisch 2 und 3 Unizert 2 und 3 belegt, aber ich habe nie, und damit meine ich wirklich nie, außerhalb der Schule und des Studiums Englisch geredet. Und dann sitzt du da bei so einem veganen Potluck und bist es eigentlich gewöhnt, so über Gott und die Welt zu reden, und ich rede sehr, sehr gerne, und dann sitzt du da, verdrückst deinen veganen Muffin und fühlst dich irgendwie, ja, irgendwie in einer anderen Welt und traust dich nicht wirklich zu sprechen, da du ja nie, also ich meine wirklich nie, Englisch außerhalb der Unterrichtsräume gesprochen hast. Dazu kommt noch meine leichte Schwerhörigkeit, die mich ja schon auch in deutschen Gesprächen häufiger mal wie bitte fragen lässt. Aber dann ja, kam Aaron aus Amerika und hatte die Dreistigkeit, mich anzusprechen, und irgendwie, ja, wurde dann das Eis gebrochen und ich habe dann angefangen, ja, an den Gesprächen auch zu partizipieren. Aber natürlich auf einem sehr rudimentären Niveau und haben mir auch, ja, sehr häufig helfen lassen müssen. Und im Laufe des Abends habe ich dann, ja, erfahren, dass dieser vegane Potluck auch einen eigenen Stammtisch, einen veganen Stammtisch veranstaltet. Aller 2 bis 4 Wochen. Und ja, da formte sich irgendwie die Idee, mal wieder anzufangen, meine Englischkenntnisse aufzufrischen und einen Kurs, den ich mal für 600€ oder so gekauft habe, dann auch endlich mal anzufangen. Und dann eben aller 2 bis 4 Wochen eben die Möglichkeit haben, auch Englisch mit anderen Menschen real zu reden, die teilweise eben auch Native Speaker sind, und man dadurch wirklich wieder ein gutes Gefühl bekommt und auch eine praktische Anwendung dieser Sprache hat. Und ja, das Gute daran ist, dass man eben auch Deutsche zugegen hat, die einem helfen können, wenn man dann partout ein Wort nicht findet, wie gestern Sternzeichen, aber Star sein, so einfach kann sein. Ja. Alles in allem war der vegane Abend trotz ungewohnter sprachlicher Umgebung wieder echt nett und werde da auf jeden Fall auch ja, dabei bleiben. Das Altersniveau war gemessen an den anderen Events in letzter Zeit relativ jung und ich war mit meinen 37 Jahren quasi schon der Opa dort. Die meisten Menschen dort waren so Studenten im Alter von 20 bis 25 Jahren, und in meinem näheren Umfeld habe ich eigentlich nur mit Menschen ab 30 bis 90 zu tun, und irgendwie, ja, gibt es da sehr wenige, die auch nur annähernd dieselbe Energie und Lebensfreude versprühen wie ich. Da, ja, der berufliche Alltag, der Tod der Eltern, vieler älteren Menschen, ja, war auch der Lebensfreude beraubt und der Idealismus, Pragmatismus das Feld überlassen hat. Da geht es meistens nur noch um Themen, die unmittelbar mit dem eigenen Leben, dem eigenen Wohlbefinden einhergehen. Ja, ganz kleine Sichtweisen, keine Träume mehr, keine reine Lebensfreude. Dann ist sowieso alles negativ und es gibt nur Probleme und man ist einfach nur, ja, in der Mühle der konditionierten Unzufriedenheit gefangen. Als junger Mensch hast du eben noch relativ problemfrei gelebt und musst dich noch nicht mit existenziellen Dingen auseinandersetzen. Zumindest ist es meistens der Fall. Dadurch herrscht unter den jungen Menschen auch noch die Art nativer Lebensfreude, die ich mir erhalten habe. Natürlich werden viele dieser Menschen auch denselben Weg ja, der Griesgrämigkeit gehen wie viele meiner Altersgenossen und ja, sich anfangen dann zu sorgen und sich zu plagen und einfach die Ursprünglichkeit des Lebens verlieren. Aber für mich ist es eben auch so angenehm, diese Lebensfreude bei Menschen zu sehen und das dann auch einfach mal zu genießen. Und ja, selbst dieser Fakt, sich als älterer Mensch mit Jüngeren zu treffen, wird ja dann auch wieder von vielen Älteren auch wieder negativ abgestempelt. Dann wird dann schnell von einer Midlife-Crisis geredet oder es als gesellschaftlich ungebührlich erachtet, wenn man sich als älterer Mensch zusammen mit jüngeren Menschen trifft und einfach nur Spaß hat. Nur weil man selber eben nicht mehr aus diesem Hamsterrad einer ja, durchaus auch moralisch konditionierten Gesellschaft heraustreten kann.
Man findet dann Argumente in Angemessenheit und Reife, was aber nur die Angst vor Verantwortung vor seinem eigenen Leben und ja auch die pure geistige Faulheit ist. Und dann wundern sich die Menschen, dass sie ja immer mit dem Alter immer griesgrämiger und negativer werden, nur noch schimpfen und lamentieren, die Gesundheit zur Neige geht und das Leben sowieso alles scheiße ist. Ja. Und es war auch mal wieder schön, dass ich eben aufgrund ja, meiner sprachlichen Defizite öfter zum Zuhören gezwungen war, als dass ich selber alle in Grund und Boden rede, wie ich es leider so häufig bei, ja, bei deutschen Events so häufig mache. Also da ich jetzt meinen Englischkurs reaktiviere, werde ich auch dann eventuell in 1-2 Jahren wieder das kommunikative Zepter in der Hand ja, schwingen. Aber langsam merke ich auch, dass ich ein massives Zeitproblem bekomme mit all den Hobbys und den Aktivitäten, die im Zuge der veganen Umstellung zu meiner beruflichen Aktivität dazugekommen sind. Und ja, also ich meine, zum Glück kann ich mittlerweile bei YouTube von einem Hobby zu einem Gewerbe gedanklich umswitchen, aber es gibt immer noch ja, genug andere Sachen, mit denen ich angefangen habe, ja, wo das alles so viel ist. Aber ganz im Ernst, durch die Adaption meiner bewussten Lebensweise auch auf die Ernährung und damit ja, die logische Konsequenz, die sich, dass ich jetzt mich fast seit einem Jahr vegan ernähre, habe ich jeden Tag von früh bis abends die volle Energie. Ich bin abgesehen von der Lebensmittelvergiftung keine einzige Minute krank gewesen, obwohl ich viel Kontakt auch mit kranken Menschen durch meine Coachings und auch durch die vielen kulturellen Events hatte. Ich bin quasi jeden Tag ca. 12 bis 14 Stunden produktiv. Seit 340 Tagen habe ich auch kein einziges Mal, obwohl ich viel unterwegs gewesen bin und auch teilweise eine Woche bei einem Fotoshooting verbracht habe, einen Tag habe ich keinen Tag, also wirklich keinen Tag verpasst, ein Video hochzuladen. Mindestens eins. Ich fühle mich voller Energie und Power und die Ernährungsumstellung ist ohne Diskussion der Faktor. Und dann muss man auch dazu sagen, vor allem die Rohkost. Weil der Smoothie am Morgen ist einfach nur der absolute Burner. Dieser Smoothie ist in den 37 Jahren meines Lebens der größte Quell an Energie und Lebensfreude, was ich je erlebt habe. Das, was ich da jeden Morgen, was da jeden Morgen mich reinströmt, ist die pure Lebensenergie. Ohne ungesunde tierische Inhaltsstoffe, frei von Tod und Tierquälerei, einfach die pure Natur. Ich bin glücklich und ich kann nur jedem raten, seinen Geist, seine Ernährung, die pure Bewusstheit zu gönnen. Das Leben, das ist viel geiler als die meisten von euch das wirklich denken. Das ist, hat so viel Potenzial, wenn ihr euch von der alten Scheiße einfach loslöst, die man euch aufgezwungen hat mit der Erziehung. Werdet frei, denkt klar und trefft eigenverantwortliche Entscheidungen. Ich wünsche euch eine tolle Woche und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.